So, herzlich willkommen zum Ende von Shakuras. Das letzte Gefecht, die Mission, wo wir jetzt halt den Planeten zerstören, weil wir das nicht Amon überlassen werden. Dies war keine leichte Entscheidung. Doch ich werde Shakuras eher zerstören, als den Planeten Amons Zerg zu überlassen. Es gibt einiges zu planen, Hierarch. Ja, wir bunkern uns ein und dann zerstören wir alles. So, wir kriegen hier also nicht nur neue Einheit, sondern ein neues Gebäude. Das ist so eine viel, viel bessere Photonkanone und ihr werdet halt gleich sehen, die werde ich auch sehr, sehr viel bauen, weil wir müssen sozusagen so eine Stellung die ganze Zeit halten und ja, dafür brauchen wir die. Wie sollen wir eurer Welt ein Ende setzen? Ja. Das Phasenprisma des Tempels kann überladen werden, was einen Energieimpuls in den Planetenkern leiten wird. Ist dieser stark genug, wird der Planet zerbersten. Amon wird hier nicht herrschen. Ich habe über euren Entschluss nachgedacht. Habt ihr eure Meinung geändert? Nein. Meine Zeit hier hat mir den Mut eures Volkes gezeigt. Wir müssen kämpfen. Amon soll genauso leiden wie wir. Okay. Wir werden so viele von Amons Zerg und Hybriden wie möglich durch das Tor locken. Erst wenn genügend von ihnen hier sind, werden wir den Tempel überladen und fliehen. Ihr wollt ihn verwunden? Ja! Ein kühner Plan. Doch wir können unsere Truppen nicht aufs Spiel setzen. Überlass das mir, Matriarchen. Die dunklen Templer haben mich viel gelehrt. Zum Beispiel, dass es diese fetten Abwehrtürme gibt. Naja, gib mir. Oh, mein schöner Kater, so. So, das ist der Tempel, den wir gleich überladen. Der ist, also eigentlich sieht es so aus, als wäre das auch der, nee, wollte gerade sagen, der auch in Brood War zum Einsatz kam, aber der hatte hier oben noch sowas. Das ist was anderes. Unsere Truppen haben das Gebiet um den Xel'Naga-Tempel gesichert. Athanis, wie schreiten eure Vorbereitungen? Sieht aber doch so aus, nur die untere Hälfte. Ich bin dabei, den Tempel zu konfigurieren. Doch ohne Urash und Kalis wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es ist der Tempel. Zeit ist nicht das einzige Problem. Die Energien des Tempels werden von 3 Zenitsteinen reguliert. Erst wenn sie zerstört sind, kann der Tempel überladen werden. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, müssen wir ihn gegen die Zerg und Hybriden verteidigen. Wir Nerazim verwenden seit langem Kaidarin-Monolithen, um Eindringlinge zu bekämpfen. Wie ich sehe, hat euer Phasenschmied diese Technologie bereits studiert. Das habe ich, Matriarchin. Und ihr seht, der ist geil, ne? Sind eine äußerst effiziente Waffe mit beträchtlicher Reichweite. Sie werden für unsere Verteidigung von zentraler Bedeutung sein. Jo. Der Augenblick ist gekommen. Lasst uns beginnen. Also er hat jetzt von Urash und Kalis gesprochen. Das sind die Kristalle, die man gebraucht hat bei StarCraft Brood War, um sozusagen das Ding zu zünden. Aber da war sozusagen umgekehrt auch so ein Ding in der Luft. Also das war wie so ein... Je schneller die Zenitsteine zerstört werden, desto leichter wird es für uns. Uns bleibt nur wenig Zeit, bis die Zerg die Tempelanlagen überrennen. Das hatte eine Form wie so eine Sanduhr. Doch unnötig können sich meine dunklen Templer unerkannt an den gegnerischen Linien vorbeischleichen und die Steine zerstören. So, ja. So, wir müssen uns halt hier einbunkern für, bis 1 Milliarde Zerg auf dem Planeten sind. Ja, das ist jetzt so ein bisschen so blöd auf dem Tisch. Mein Schatz. Ach, mein Gott, das hier. Ja, gut. Also, du bist mir einer, hm? So, das hier wird sehr geil. Zeitraffer dauert jetzt aber eine ganze Weile, bis wir den benutzen können. So, okay, die kommen von hier. Die Zerg sammeln sich für einen Angriff im Südwesten. Entfacht eure Klingenkrieger. Ja, ja. Du, wenn so kann ich nicht steuern, Mann. Mein wunderschöner. Wenn du jetzt meine Steuerung blockierst, dann kann ich meine Basis nicht verteidigen. So, mein Engel. Ja? Das wäre schlecht. So, okay. Guck mal, hier wird sogar aufgezeigt, wie das Supply verteilt ist. Das wusste ich gar nicht. Ah, ich habe noch gar keinen dunklen Schrein und so, okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, okay. 75 haben wir gleich, so. So, und
sozusagen hier, das können wir auch alles zerstören, wenn wir wollen, aber das ist nicht wirklich wichtig. Das ist so wie die eine Mission damals bei den Protoss, also bei den Terranern von den Protoss. Und das ist super, super ähnlich. So, jetzt werdet ihr gleich mit dem Zeitraffer sehen, was ich hier mache. Den drücke ich nämlich jetzt hier rauf und dann kommen hier gleich echt viele Sorten raus. So, das hier ist gleich hops gegangen. So, Zeitraffer ist fertig, haben wir genug Geld und jetzt jagen wir hier die Scheiße raus. So. Und das mag ich halt übertrieben gerne, genauso wie mit den, genauso wie mit Upgrades. Ne? Eine weitere Zergbrut bereitet einen Angriff von ihrem Schwarmstock im Nordwesten vor. Also ihr seht, wie viele wir gerade hier rausgejagt haben, ne, ansonsten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist halt ziemlich angenehm, so. So, hier habe ich noch keine Abwehrtürme, so. Aber ich kann euch jetzt mal eben zeigen, ihr Kuh. Diese Fähigkeit hier, zip, 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 zip. Okay, das waren jetzt viel zu wenige, um das jetzt eindrucksvoll zu zeigen. Leider. So. So, zacki, zacki, zacki. Eins, zwei. So, jetzt werde ich hier aber tatsächlich doch das vollklatschen. So. Achso. So, und dann fangen wir an, hier den Bunkermeister zu machen, ne? Klingt so, als ob hier so Warp geht. Basis wird angegriffen. Ah, la, 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 la. Ah, ich habe keine Schildbatterie gebaut, nein! Ja, kriegst du die... Oh, toll. Normalerweise baut man hier klugerweise Schildbatterien hin, wenn man ein kluger Dennis ist. Artanis, unsere Beobachter berichten, dass eine riesige Welle Zerg auf Shakuras eingefallen ist. Und doch, kein einziger Hybrid darunter. Amon versucht, unsere Entschlossenheit zu testen. Ja, 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 ja. Okay. So, ihr seht hier, dass wir eine Menge Mineralien haben. So, jetzt kommt's von hier, so. Die Zerg nähern sich dem Tempel vom südöstlichen Zugang. So. Okay, jetzt warte ich hier noch einen Moment. So, was ich hier natürlich möchte... Ist mich hier so gut einzubunkern, wie es nur geht, ne? So, das machen wir mit diesen Dingern hier idealerweise. So, jetzt mache ich hier noch Schilde und dann drücke ich Zeitraffer hier drauf. Warte mal, zack. Templer, macht euch bereit. Und dann seht ihr, wie hier die Upgrades durchgehen, ne? Zum Tempel vor. Upgrade durchgeführt. So, das hier ist gleich safe. So, ich kann hier vielleicht noch ein bisschen blöd im Weg stehen oder so. So, so, okay. So, also da hier kommt nichts mehr. Das hat sich hier, was auch immer hier war, es gibt nicht mehr. Also um diesen Teil müssen wir uns nie wieder Sorgen machen. So. Mal. Ah, ist jetzt nicht so perfekt, aber okay. Habe ich echt nicht so perfekt gemacht. Upgrade durchgeführt. Weil jetzt noch hier eine Kanone hinzubauen, bringt es irgendwie nicht so, ja. Ah, nee. Ah, du musst es jetzt schon machen. So, hier kommt doch was an. Okay.
Also diese Fähigkeit ist halt mega geil hier, ne? Dieses Schlitzen hier. Zack, zack, zack. Na, okay. Habt ihr gar nicht geschlitzt hier? So. So, wo ist meine Sonne hier? Okay. War ich blöd, man hatte hier echt die Schildbatterie vergessen, ne? So, jetzt brauchen wir hier wieder. Hier haben wir nämlich bisher nur einen Abwehrturm stehen, so. Also ist halt hier einfach nur ein Bunker, ne? So, was brauchen wir hier? Neun Dinger, okay. So, das hier ist fast fertig, abgewählt, so. So, eins, zwei, drei, okay. Also drei braucht er hier Basis wird angegriffen. Hier wird irgendwas angegriffen, ja. Ich habe nicht genug von den Dingern, ja. Also ihr seht halt, wie krass die Reichweite ist, ne? Seht ihr hier, ne? Also er kann echt... Der kann echt weit schießen, so. Seltsam. Eine Gruppe Overlords nähert sich der Tempelanlage. Diese Taktik kommt mir bekannt vor. Sie transportieren Bodeneinheiten. Schnell, vernichtet die Overlords! So, das Problem ist... Ich habe jetzt nicht wirklich viele Dinger, die das hier vernichten können. So. Also ich meine, es kommen jetzt hier eh Dinger. Okay, ich kann das tatsächlich... Ja, zwei Overlords jetzt kommen. Ich dachte, er kommt jetzt was an hier und nicht zwei Overlords, ey. Also bitte. Das war jetzt ja nicht, was ich so im Sinn hatte. Unsere Sensoren registrieren fast eine halbe Milliarde Zerkov-Shakuras. Und sie alle bewegen sich auf den Tempel zu. Ja, das ist doch, das ist ja genau das, was wir wollen, oder? Die Tempel werden ihnen standhalten. So, wenn ich das jetzt mich nicht irre, dann sollte das hier eigentlich alles funktionieren. Ja, jetzt konnte ich halt noch nicht so viel bunkern, wie ich wollte. So. Ja, vor allem hier noch nicht. Echt? Guck mal, er kriegt den hier echt tatsächlich kaputt. Er ist ja ein Ding. Das war jetzt leicht unerwartet. So, wir dürfen auch nicht vergessen, immer schön die Warp Gates auch in den Weg zu stellen, ne? Das ist von essentieller Bedeutung. Ja, das ist unwichtig so. So, wo sind wir so? Ja, so ist das. Okay. So, zack, zack. Seid wachsam, Krieger. Die Zerg attackieren den Tempel von allen drei Seiten gleichzeitig. Ja, okay, hier kann ich sogar ganz dicht machen, wenn ich ehrlich gesagt. Weil hier muss ich nur mit dunklen Templern durch. Ah, ihr seht halt, mit diesen Dingern, die machen halt viel Schaden und so. Muss hier echt nochmal hin, ja? Ich glaub's ja nicht, so. Ich dachte, ich habe mich jetzt hier schon mastermäßig komplett ultra krass eingebunkert. So, hier brauche ich ehrlich gesagt gar nicht irgendwie mal lang. Na? Hier können die Drohnen irgendwie nicht mehr durch, leider, ja, aber okay. So. Gibt's noch was, wo noch nicht zu Ende gebunkert wurde hier? So, meinetwegen so, so. Na, komm mal hier unten wieder ran, so. Und dann fange ich mal gleich an, diese Zenitsteine zu zerstören. Ja. Aber ich ja genau richtig hier. Ich habe gerade gar nicht auf die Minimap geguckt, ehrlich gesagt. So. So. Zack, zack.
Jetzt kommt hier so ein Hybrid, genau. Fällt auf eure Welt des Zwielichts. Ja. Bei den Göttern. Nie zuvor sah ich solche Monstrositäten. Krieger, konzentriert euer Feuer auf die Hybriden. Der Tempel darf nicht fallen. Mach mal so, bevor er das Ding hier noch kaputt macht, so. So, aber eine riesige Zerg-Armee steht zwischen uns und den Zenitsteinen. Hierarch, ihr solltet meine dunklen Templer schicken, um sie zu zerstören. Machen wir jetzt auch langsam so. Aber ich bin hier mit Bunker noch nicht fertig so. Also, warum ich jetzt diese Fähigkeit so gerne mag, werdet ihr jetzt gleich an diesem Zenitstein sehen. Weil damit ruppe ich das Ding gleich richtig hart runter. Seid vorsichtig, wenn ihr einen Zenitstein angreift. Die darin enthaltene Energie kann instabil werden, wenn die Steine beschädigt sind. Ja, guck mal, jetzt habe ich das Ding schon kaputt gemacht. Weil diese Fähigkeit ausgelöst wurde, habe ich jetzt da schon so viel Schaden gemacht, dass das Ding direkt im Arsch war. So. Konnte ich das gar nicht zeigen. So schnell ging das jetzt. So, ich bin der Bunkermeister. Ich habe 200 von diesen Typ-Dingern. Ja, Alter, da gibt es jetzt gar nichts mehr, was hier. Guck mal, selbst wenn ich das hier hinten baue, ne? Hat es hier immer noch Reichweite bis hier, ne? Nicht zuvor sah ich eine solch gewaltige Masse am Zerg. War dies die Bedrohung, der meine Mutter einst gegenüberstand? Nein, Matriarchin. Diese Bedrohung ist um einiges gewaltiger. Wir werden all unsere Kraft aufbringen müssen, wenn wir bestehen wollen. So, zapp, zapp, zapp hier, ne? So. Die Dinger sind schon geil. So, okay. Wo war ich stehen geblieben? So. Jetzt wollte ich euch zeigen, wie ich dieses Ding hier einfach ganz easy auseinanderruppe, ja? Weil jetzt benutze ich hier diese Fähigkeit Schattenrausch und dann macht die zip, 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 zip. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was passiert. So. Und das Ding hat mies viele Lebenspunkte, ja? 2000 oder so. Ja, also das hier runter zu ruppen dauert schon ein bisschen, ja? Und ihr habt gerade gesehen, das Ding hat gerade... Echt? Okay. So. Also das jetzt so runter zu ruppen, ist nicht easy, ja? Gereich, nur ein Teil eurer Warp-Knoten ist zu Warp-Toren ausgebaut. Ich empfehle euch, euch für eine dieser zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ja, die sollen, also die Warp-Tore sind dann, hä, wo? Wo habe ich noch normale Warp-Gates? Ah, hier. Also es geht ja nur darum, dass die ja auch hier im Weg stehen, ne? Seid ihr Detektoren? Ne, okay. Das mache ich halt genau das gleiche, was ich gerade eben gemacht habe hier. Einmal mit dem Q und dann zap zap. Ja. Und dann du 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 du. Guck mal, also das ist echt, das ist eine mies geile Fähigkeit auf jeden Fall. So. Es ist vollbracht. Jetzt kann ich hier Tempel überladen drücken, ja? Sobald ihr bereit seid, können wir den Tempel überladen. Verstanden. Die Ausrichtung des Tempels schreitet voran. Nun warten wir auf die Zerg. Genau. So, wir warten jetzt hier nämlich noch ein bisschen. Wir wollen also mindestens 1 Milliarde Zerg sollen hier sein, ne? Und gerade sind es halt, ja, fast so viele. Also diese Fähigkeit ist einfach nur mega geil. Ich liebe diese Fähigkeit. Und diese Türme sind auch mega geil einfach nur. Da kommt sogar so ein Herrscher-Hybrid, kann da nichts machen, ja? Der Augenblick rückt näher, Krieger. Lol, guck mal. Der Tempel beginnt sich neu auszurichten. Kommt sogar schon Landekapitel. Hierarch, ich habe einen Solarit-Speicher unterhalb des Xel'Naga-Tempels entdeckt. Wenn wir noch etwas länger durchhalten, kann ich ihn möglicherweise bergen. Beginnt mit der Bergung, Karax. Wir werden den Tempel so lange wie möglich halten. Jawohl. So, jetzt muss ich warten, bis 1,5 Milliarden da sind, ja? Basis wird angegriffen. Guck mal, von hier kann er immer noch bis nach Jericho schießen, ja? Basis wird angegriffen. Und die Dinger so geil.
Also diese wirklich, das sind tolle Abwehrtürme. Das Blöde ist, dass jetzt hier halt immer so eine Hybriden kommen, die sozusagen so weit schießen können, ja. Aber ihr seht halt, das ist halt kein echtes Problem hier alles, ne? Ich meine, ich muss meine Einheiten hier gar nicht benutzen, meine... Wie viele Stalker hier? 2, 4, 6, 8, 40, meine 42 Stalker? Alles ist halt hier... Ja. Dort halt alles hier. Ja, der steht jetzt da leider blöd. Problem ist, dass ich jetzt halt da nicht hinkomme, ne? Ich kann jetzt hier, ich habe keinen Shuttle oder so. Um sozusagen dieses Ding hier wieder hinzubauen. Weil ich beide treffen, ja. Liegen die übrigens so. Ich meine, ich kann jetzt hier. Ich kann das hier, aber das wird, also ich kann das jetzt zerstören, aber es wird halt immer wieder neu aufgefüllt, ne? Der Tempel ist von Energie erfüllt. So, alles ist bereit. Sobald ich hier drauf drücke, ist die Mission fertig, ja? Läuft, haltet die Stellung noch etwas länger. Was? Oh, diese Fähigkeit ist so geil. Was ich jetzt hier ehrlich gesagt will, ist irgendwie, will ich irgendwie noch was Sinnvolles machen. Irgendwie gerne noch mehr Warp-Tore haben, damit ich hier meine Kohle irgendwie benutzen kann, ja. Weil das hier ist jetzt halt nur noch abwarten, ja. So, das sind glaube ich Herrscher-Hybriden, ne? Ne, Killer-Hybriden heißt die. Und die können halt sehr gerne auf das Warp-Tor einhauen, wenn die wollen. Und das hier wird immer wieder neu gebaut, wenn das zerstört werden sollte, ja? Dann kommen hier immer wieder neue Stachelkrabbler an und so. Hier seht ihr, kommt schon neue an und so, ja? So. Also das mache ich jetzt nur, damit wir hier irgendwie die Zeit noch sinnvoll nutzen. So. Ja, Puncher, jetzt bitte nicht hier offen. Also bitte nicht offen. Also hier, das ist halt, ne? Ich meine, hier, guck mal, die hauen aufs Warp-Gate, ne? Das ist halt so komplett sinnlos. Ah, ich hätte vielleicht hier das machen sollen. So, gleich haben wir es, ne? Und das hier wird, wie gesagt, immer wieder erneuert hier, ne? Echt, hier ist irgendwas... Achso, ich wollte gerade sagen, ist irgendwas da durchgekommen? Von unten, das hat mich gerade echt gewundert. So. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. So, dann kann ich hier mal endlich wieder aufbauen, wa? So, ups. So. Schon wieder ein Olivier. So, gleich haben wir's. Ich habe jetzt hier auch überhaupt nicht gemikrot, ne? Ist auch klar so. Basis wird angegriffen. Mann, ich hab so viel Kohle, Alter. Ich folge dem. Dies. Meine natürlich.
Natürlich will ich jetzt nicht wollen, dass meine Protoss-Kameraden sterben. Wollte jetzt einfach nur hier die Zeit irgendwie nutzen. Ja, so, jetzt haben wir's. Wartung abgeschlossen. Das Solarit wurde erfolgreich an Bord der Speer des Adun gewarmt. So, und dann überladen wir jetzt hier. So. Gut. Templer, leitet den dimensionalen Rückruf. Ja. Verlasst diesen Planeten, verliert keine Zeit. Nydus, die Zerg werden den Tempel jeden Moment einnehmen. Habt Vertrauen, Matriarchin. Die Gefallenen eures Volkes schreien nach Rache. Und sie werden sie bekommen. Werden sie bekommen. Ja. Rache ist, ich zerstöre den ganzen Planeten, ey. So drauf. Doch keiner von uns ist je wirklich allein. Unsere Kriegerherzen umschließt ein Band der Ehre, der Tradition. Wir kämpfen im Namen aller. Wir Mutigen, die sich Generation um Generation für den Pfad dieser Einsamkeit entscheiden, die dunklen Templer. Muss doch der letzte Sekunden-Warp sein, ne? So, das war das letzte Gefecht. Wir haben 1,525 Milliarden Zerg zerstört. Ja, ich meine, ich hätte viel, viel weniger Einheiten verloren, wenn ich jetzt nicht die Nummer am Ende abgezogen hätte. Aber ich dachte jetzt irgendwie... Irgendwie wollte ich jetzt hier nicht Däumchen drehen und bis weiß nicht was zählen oder so. Dementsprechend wollte ich jetzt hier noch irgendwas machen. So, das war die Mission. Dankeschön fürs Zuschauen. Und Shakuras ist jetzt nicht mehr.